Dann können wir ja gerade mal anstoßen, wenn wir hier sind, oder? Auf jeden Fall. Was habt ihr für einen Geschmack? Habt ihr auch Zitrone? Prost! Ja, auch Zitrone. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, jetzt mit euch über Influencer-Gerüchte zu sprechen. Oh, ja. Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's richtig los. Jetzt, also nach dem Spiel sind wir alle gecancelt, das ist okay. Das kann passieren. Ich kann machen, ja. Dass ich hier so drin sitze. Ich sitze so. Aber es gibt auch so, es gibt super allgemeine Sachen. Ich habe es auch so ein bisschen so in die Story gepostet, dass einige Leute einfach so generell geschrieben. Ja, das nehme ich auch mal als allererstes. Was habe ich da mal geschrieben? Das ist schon vor 2 Tagen gewesen, oder? Stimmt, das ist schon ein bisschen, ja, warte, aber ich kann mich noch ein bisschen erinnern. Ah ja, okay. Die allererste Sache von irgendeinem anonymen User, ich weiß nicht ganz genau. Dahlia, Lukas White und Jonas Wuttgew sind Alkoholiker, Fragezeichen. Ist das richtig oder ist das ein Gerücht? Das, also was ist an diesem Gerücht dran? Bullshit. Ja, was Dalia gesagt hat. Ja. Stößchen darauf. Ja. Krass, aber ihr habt wirklich auch Zitronengeschmack. Wir trinken, also ich trinke gerade einen Eistee. Aber in einem Weinglas, deswegen sieht es voll falsch genau, aus. Genau, ja. Okay, ich mache noch ein allgemeines, bevor es richtig spannend wird, bevor wir uns so den echten Personen annähern und irgendwie so dem richtigen Tea-Talk. So, ist noch eine weitere Sache, dass Influencer manchmal nur die Werbung machen für das Geld. Ja. Ja, also safe. Also ich, also es ist auch so, also ich... Ja. Also ich zum Beispiel, nein, also ich achte wirklich drauf, für was das auch ist, und ich lehne auch echt viel ab, aber ich finde, bei manchen Leuten merkt man das auch, dass die halt jeden Tag nur irgendwas bewerben, was überhaupt nicht zu denen passt oder so, also es ist auf jeden Fall das. Ja, ich finde, solange es niemandem schadet, also solange es nicht so was ist, wo den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird, ist ja im Endeffekt nur eine Kaufempfehlung. Ja, ob die Leute es ja, nicht, das stimmt. Und wenn du Storys skippen, wenn du es nicht möchtest. Im Endeffekt, jeder profitiert davon, die Leute, die Interesse daran haben, die kaufen die Produkte oder schauen sich die Website an, und die halt kein Interesse daran haben, die lassen es halt. Also so, finde ich nicht dramatischer, wenn es irgendwie so Werbung ist für irgendwas, wo den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird oder sowas und dann die gescammt werden, wie auch immer, dann ist halt schon asozial. Hä, wie funktioniert das? Habt ihr ihn angenommen? Ja, muss so sein, oder? Oder nein, er ist bei mir angenommen, er ist bei mir, ich bin mit dir befreundet, dann kann jeder joinen, auch wenn es geschlossen ist. Ach, das oder ist der Fake-Jano? Ja, der Fake-Jano. Ah, du hast mich auch angefragt, ja. Mal auf Hausparty. Ja, das ist tatsächlich... Hatte ich dich angenommen? Aber hast du dich auch nicht mal, du hast dich mal Keanu genannt und auch mal Jonas, glaube ich, oder? Nein, Jonas nicht. Asozial. Dann erzähl doch mal was von dir, also was für Gerüchte gibt es gerade über dich, die so im Umlauf sind? Warum fakest du Influencer und fragst irgendwelche anderen Influencer auf Hausparty an? Ja, weil ich es witzig finde. Aber die Leute schreiben... Es war nicht mal dumm, ne? Es war halt eigentlich wirklich eine schlaue Idee, weil jeder hat dich angenommen. Ich habe dich auch direkt angenommen. Ich habe ihn auch angenommen. Weil ich dachte so, okay, Keanu, klar. Let's go. Dann sehe ich so 5 gemeinsame Freunde. Ja, okay, normal. Die Leute schreiben auch gerade eine Legende. Also, Markus, du bist eine lebende Legende. Wie fühlt sich das an? Was macht das mit dir? Ja, fühlt sich gut an, ne? Okay. Guck mal, Alter. Nein, das geht nicht so. Okay, Markus, ich habe eine Frage an dich, und zwar lautet die: Influencer machen es ab einem gewissen Punkt nicht mehr aus Spaß, sondern wegen des Geldes. Was sagst du dazu? Du als Keanu. Bei manchen kann das wohl passen, aber ich denke, bei der Mehrheit ist das nicht so. Echt, würdest du sagen, bei der Mehrheit? Ich weiß gar nicht. Nee, halt nicht. Also, aber es... Ja, ich weiß, sagen, aber ich überlege gerade, ob es... Also ich würde sagen, obwohl, schwierig. Macht die Mehrheit das für Geld oder aus Spaß? Kann man nicht wissen. Kann man nicht. Der kleinere Influencer macht wahrscheinlich auch Spaß, bis sie den kommerziellen Nutzen sehen und das dann nur noch da irgendwie. Mhm. Aber ich denke, Lukas, also wenn wir Markus' Meinung gehört haben, dann sind tatsächlich alle anderen Meinungen auch relativ egal. Also dann haben wir eigentlich ein Bild. Ja, das stimmt. Ich brauche eigentlich gar nichts sagen. Genau. Markus, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Wäre es jetzt möglich, weil wir haben tatsächlich echt, das ist so bildmäßig, ist relativ kompliziert gerade. Wir haben viele halbe Gesichter zu sehen. Du bist tatsächlich mit vollem Gesicht zu sehen, was auch sehr cool ist, aber vielleicht hast du noch eine abschließende Botschaft oder so? Ja. Schöne Grüße. Cool, ja. Das war sehr tiefgründig, dankeschön. Ja, alles klar, dann danke dir. Ciao. Ciao. Bis dann, ciao. Jonas Ems trägt Windeln. Das ist tatsächlich richtig, das wollte er eigentlich nicht, dass es öffentlich gemacht wird. Mach du mal lieber, ich weiß nicht, wie weit... Es ist also, halt wirklich so, ne? Ich scroll hier aber auch so durch und ich weiß nicht, was man vorlesen kann. Also ich weiß nicht, was mit diesen Leuten los ist, so, was die alles geschrieben haben. Aber es ist relativ wenig etwas, was man vorlesen kann. Ein weiteres Gerücht lautet hier, und da würde mich mal eure Meinung zu interessieren, dass Nona und Keanu zusammen sind. Ja, da können wir den ja nochmal reinholen. Stimmt. Einfach zu spät, ne? Einfach zu spät. Also wir können jetzt Keanu leider nicht mehr fragen. Du kannst ihn ja mal anrufen und fragen. Er würde jederzeit. Ist es denn aber jetzt gerade, wäre es doch rein theoretisch gar nicht möglich, oder?
Nein, man könnte ihn so anrufen. Ja. Dann gibt es hier noch eine weitere. Du und Maribel seid zerstritten. Ich weiß gar nicht, ob zerstritten richtig ist. Also ich glaube, es ist einfach kein Kontakt mehr. Also es, es ist neutral. Ja. Es ist ein neutraler Kontakt. Sage ich auch immer eigentlich. Oder? Also es ist ja auch so. Man vielleicht zieht man sich mal an und dann hat man keinen Kontakt mehr. Genau. Und dann ist halt so. Ja. Peace out. Und dann machen wir noch ein letztes Gerücht, machen wir noch, dass Influencer nichts studiert haben oder gelernt haben. Also, dass die meisten Influencer nichts gelernt haben. Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Also, ich wollte eh nie studieren, sagen wir mal so. Mhm. Also, es war nie mein Ziel zu studieren. Und dann kam halt dieses Influencer-Ding und dann hat sich das halt so ergeben. Aber es war jetzt eh nie mein Ziel. Es gibt auch viele Influencer, die studiert haben oder sogar nebenbei noch studieren. Mhm. Also, ich halt nicht, aber... Das ist auch ein gutes Abitur. Ich habe ein gutes Abitur. Das ist ja auch schon mal was. Ja. Hast du jetzt wirklich Abi oder? Nee, ich habe wirklich Abi. Was hattest du? Du hast voll das gute Abi. Ja. Einserschnitt, oder? 1,3, genau. Und Studium habe ich tatsächlich auch so weit durchgezogen, nur die Bachelorarbeit steht noch aus. So, da komme ich aktuell einfach nicht mehr zu und ich weiß auch nicht, ob es noch passieren wird. Oh, Keanu Rapp möchte mit dir befreundet sein. Das ist bestimmt der echte. Ich glaube, es ist auf jeden Fall der echte so. Thank you.